Die Archenholz-Sternwarte, benannt nach ihrem Gründer Friedrich Simon Archenholz, beeindruckt die Besucher mit dem Riesenfernrohr. Die Sternwarte befindet sich im Treptower Park, gleich gegenüber dem Ausflugslokal Zenna. Die Archenholz-Sternwarte ist die älteste und größte Volkssternwarte Europas, die im Jahre 1896 im Rahmen einer großen Gewerbeausstellung hier in Berlin-Treptow gegründet wurde. Die Idee für dieses Observatorium hatte Friedrich Simon Archenholz und dessen Namen tragen wir ja noch heute. 1896 war es ein ganz kleines Holzgebäude, die Hauptattraktion natürlich das riesige Fernrohr. Und nachdem die Ausstellung zu Ende war und beschlossen wurde, dass die Sternwarte hier stehen bleibt, wurde dann 1909 dieser Steinbau errichtet. Was ist das für ein Fernrohr? Ein Linsenfernrohr, das das längste der Erde ist mit seinen 21 Metern Länge. Und die Linse hat einen Durchmesser von 68 Zentimetern. Und dieses technische Denkmal funktioniert noch heute und wir benutzen es für öffentliche Beobachtungen. Im Park der Sternwarte befindet sich ein Spiegelteleskop, welches für Besuchergruppen und Vereine regelmäßig genutzt wird. Daten, die bei Messungen anfallen, können mit Hilfe entsprechender Software festgehalten werden. Das sonnenphysikalische Kabinett ist ebenfalls ein Teil der Außenanlagen. Dort können die Besucher erfahren, wie man die Sonne beobachtet. Das Licht wird mit Spiegeln und einem Objektiv eingefangen und auf eine Leinwand projiziert. Unter Einsatz von Prismen kann das Sonnenspektrum ermittelt werden. Wir haben uns als Aufgabe gestellt, das Gebiet der Astronomie der Bevölkerung nahezubringen. Das heißt, Schulgruppen, Gruppen, Erwachsenengruppen, Studenten, aber auch öffentliche Veranstaltungen wie Führungen, Beobachtungen und Vorträge finden hier im Hause statt. Im Museumsgebäude gibt es eine ständige Ausstellung, in der zum Beispiel die Astronomiegeschichte erklärt wird. Mit dem Radioteleskop auf dem Dach der Sternwarte werden auftreffende Partikelteilchen registriert und dann datentechnisch weitergeleitet zur Funkenkammer. Hobbyastronomen können diese Daten auswerten. In der derzeitigen Sonderausstellung gibt es Wissenswertes über Meteorite zu erfahren. Vom Ausstellungsraum, der die Dimensionen im Weltall zeigt, betritt man den Vortragssaal, in dem schon Albert Einstein referierte. Die Archenholz-Sternwarte mit ihrem astronomischen Museum gehören heute zur Stiftung Deutsches Technikmuseum, wo unter anderem auch das Zuckermuseum, das Spektrum, das eigentliche Technische Museum und das SAIS Großplanetarium dazugehören.